Hey, komm zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des FIFA 16 Karrieremodus mit Newcastle United. Wir sind am Start und heute geht es das erste Mal ohne unseren ehemaligen Stürmerstar Alexandre Pato in zwei Partien. Der neue Stürmerstar heißt Michy Batshuayi und der soll heute im Idealfall direkt mal netzen. Hat zweimal die Chance gegen zwei etwas kleinere Teams und zwar gegen West Bromwich Albion und gegen den FC Watford. Die stehen von den Erwartungen, beziehungsweise erwartungsgemäß, sagen wir es mal so, relativ weit unten in der Tabelle. Wir auf Tabellenplatz 5. Und mit ein bisschen Glück können wir uns heute weiter nach oben spielen, beziehungsweise weiter ran an die Champions League Plätze. Wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben da. Wir lassen erstmal einen fetten Like da für Massio Haidara, der sich auf 75 steigert, obwohl er in der Trainingsleistung nur ein D erreicht. Das ist einfach nur schön. Und natürlich trainieren wir auch mal wieder unseren Kollegen Armstrong, denn wir wissen ja Bescheid, der ist talentiert und der hat auch Potenzial. Und dementsprechend werden wir den weiter ranführen und weiter seine Spielpraxis gewähren. Und dann muss er natürlich auch trainiert werden, weil sonst wird das Ganze nichts. Ich werde übrigens mal den Fehler machen, dass ich den beim zweiten Mal, beziehungsweise ich glaube, nach dem ersten Spiel einmal manuell trainiere. Das liegt ganz einfach daran, ich habe versehentlich auf A gedrückt. Normalerweise mache ich das ja nicht. Ich simuliere das zumindest jetzt momentan in diesem Karrieremodus. Teilweise spiele ich nochmal selber, wenn ich private Karrieremodi mache, aber so normalerweise nicht. Der Kevin Dix, der möchte ganz gerne eine Rolle spielen gegen West Bromwich Albion und zwar nicht nur auf der Ersatzbank, sondern in der Startelf. Dementsprechend packen wir Kobeck raus und seinen eigentlichen Sechser, der momentan auf links spielt. Jammer geht auf Linksverteidigerposition und dann haben wir halt da auf Rechtsverteidigerposition Dix. Wir werden im nächsten Spiel rotieren müssen. Das liegt daran, dass das Spiel unter der Woche ist, jetzt beziehungsweise das nächste irgendeins, auf jeden Fall englische Woche und momentan können wir aus den Vollen schöpfen, was ganz schön ist, das heißt im Mittelfeld Tio, Sissoko, Perez, leider ja Wijnaldum verletzt und vorne die Dreierreihe, Batshuayi, Intep und auch Florian Thauvin. Ich bin gespannt, wie das Ganze laufen wird, wünsche euch viel Spaß, wir sehen uns gleich wieder hoffentlich mit 3 Punkten gegen West Brom. Die Broms zu Gast im St. James' Park, Newcastle United empfing West Bromwich Albion und momentan sah es nicht gut aus für die Männer von West Bromwich Albion, denn der Tabellenplatz 17 stand zu Buche auf der anderen Seite bei den Magpies, obwohl die Erwartungen am Anfang der Saison ja deutlich ähnlich waren. Ja, mittlerweile eine etwas differenzierte Tabellenplatzierung, denn momentan steht der 5. Tabellenplatz zu Buche. Die beiden trennen 18 Punkte und immerhin auch schon mal dazu noch 24 Tore. Das ist eine ganz schöne Menge. Trotzdem hatten viele Fans den Weg ins Stadion gefunden, trotz auch des schlechten Wetters waren viele Männer bzw. Fans von West Bromwich Albion mitgereist. Dementsprechend fast ausverkauftes Haus bei den Spielerdebüts von Michy Batshuayi und Kurt Zouma. Beide gewechselt, jetzt am Ende der Transferperiode noch. Der Ersatzmann für Alexandre Pato war ein Belgier von Olympique Marseille und zu dieser Offensivreihe, die wir hier gerade sehen, Thauvin, Tepp und Batshuayi, kommen wir gleich nochmal. Kurt Zouma war vom FC Chelsea gekommen und sollte die Defensive mit Pogba und Bemba gut aufgestellt, aber halt noch nicht ideal besetzt weiter verstärken. Wir gucken uns die Startaufstellung dieser beiden Mannschaften an, während wir hier gerade Kurt Zouma im Porträt sehen und wir haben natürlich bei Newcastle im Tor Tim Krüll. Davor auf der Rechtsverteidigerposition haben wir Kevin Dix, der spielen wollte und auch spielen durfte. Bemba und Zouma dann noch neben Jammert in der Defensive. Davor Sissoko und Tioté Perez und die ehemalige Ligue 1 Dreieroffensive Florian Thauvin, Michy Batshuayi und Paul-George Ntep. Zum Anfang der Saison haben alle drei noch in der Ligue 1 gespielt. Mittlerweile spielen alle in der Premier League und sogar für den gleichen Verein. Zwei ehemalige Teamkollegen von Marseille, beide jetzt auf dem Platz und zwar Thauvin und halt eben auch Batshuayi. Wird auf jeden Fall interessant zu sehen, wie die harmonieren. Forster, Gamboa, Olsen, Evans, Pocconioli, McManaman, Morrison, Gardner, McLean, Sessegnon, Young und Salomon Rondon. Das ist die Aufstellung von West Bromwich Albion auf der Bank. Immerhin Saido Berahino und Gareth McAuley, der 36-jährige Innenverteidiger, stand heute nicht in der Startelf. Ärgerte sich darüber, aber mehr konnte sich Berahino ärgern, denn der junge, talentierte Nationalstürmer der englischen Nationalmannschaft, durfte einfach momentan nicht ran. Es gab die Bevorzugung für Salomon Rondon. Allerdings war der in der Anfangsphase der Partie überhaupt nicht gefragt. Wir haben gerade gesehen, Tepp wird am Abschluss gehindert und das war das große Problem in der ersten Halbzeit, denn es gab einfach keinen Ball aufs Tor. Zwar spielte Newcastle gut auch hier in der Situation, aber der letzte Pass oder der letzte Schuss, daran scheiterte Simon. Dementsprechend ging es einfach nicht gefährlich auf den Kasten von Foster. Das ist Tioté, der Ivora versucht hier ebenfalls durchzukommen und wird am Schuss gehindert. Das kurz vor der Halbzeit und damit ging es dann auch in die Halbzeit. Das war die letzte Aktion im ersten Durchgang. Es musste sich was ändern. Im zweiten Durchgang musste ein bisschen was passieren. West Brom hatte noch überhaupt nicht sich überhaupt in der Hälfte aufgehalten von Newcastle United. Nur 3 Ballaktionen überhaupt im gegnerischen Bereich. Das musste besser werden und es wurde besser, denn die Broms spielten jetzt nicht mehr aus der soliden Defensive, sondern versuchten tatsächlich mal was nach vorne und das sah folgendermaßen aus. Das ist Gardner mit dem Ball in die Mitte gespielt und zwar auf Gardner und dann kommt da Salomon Rondon, der legt ab
auf Morrison, der versucht. Ja, sieht nicht so gut aus. Krüll ist da und es gibt den Konter und aus dem wird diese Situation. Paul George in Tap. Wie gesagt, einen Torschuss gab es noch nicht. Diesmal der Franzose geht in 16er vorbei an Johnny Evans, ehemaliger Man United-Spieler, und wieder kommt er nicht zum Abschluss. Das Ganze geklärt, allerdings ein bisschen schwach, denn da hinten kommt Kurt Zuma, schlägt den Ball nochmal rein. Ayose Perez verlängert mit dem Kopf, aufgerückt. Haben wir da einen Bemba, den sehen wir hier nach dem Pass von Sissoko. Und ganz links außen steht den Tap komplett frei und macht das 1-0. Der erste Torschuss der Partie bringt auch das erste Tor für die Magpies gegen West Bromwich Albion. Das war schwach verteidigt und richtig gut gemacht von den Magpies. Nicht aufgegeben nach dem Angriff, den Ball nochmal reingespielt. Klasse von Zuma und dann richtig gut von Sissoko. Sieht, wie frei ein Tap da in der Mitte ist und spielt den Ball da rein. Und im Endeffekt kann Forster nichts machen. 0-1. Und jetzt ging es weiter, denn jetzt brach West Brom so ein bisschen auseinander und es gab weitere Chancen. Mbemba mit der Hacke weiter aufgerückt, Batshuayi ist da, 2-0, dachten viele, war aber eine Abseitssituation des Belgiers da, ganz, ganz knapp beim Hackenschuss von Mbemba im strafbaren Bereich. Es wäre vielleicht das Tor des Jahres gewesen, der Premier League, durch die Beine von Johnny Evans, aber Foster ist im letzten Moment daran verhindert, den Treffer des kongolesischen Innenverteidigers. Trotzdem war Newcastle jetzt das bessere Team und wurde immer stärker. Batshuayi, das ist TOT im 16er und er kriegt den Elfmeter, 71. Spielminute. Da geht Pocconioli, der ehemalige Hannoveraner, zu ungestüm in den Zweikampf und der Belgier foult den Ivora und dementsprechend gibt es zu Recht da den Elfmeter nach knapp, beziehungsweise knapp 20 Minuten vor dem Ende der Partie. Natürlich wollte Batshuayi die Verantwortung übernehmen, die übernahm er auch und er traf zum ersten Mal für seinen neuen Arbeitgeber. 73. Minute, das erste Tor für den Belgier in der Barclays Premier League und das 2-0 für Newcastle United. Das war klasse gemacht und natürlich freut sich vor allem sein Teamkollege Florian Thauvin, der ja schon bei Marseille mit ihm zusammengespielt hatte, für den Belgier. Man muss dazu sagen, die beiden waren ziemlich beste Freunde bei Marseille und auch hier sollte das natürlich nicht anders sein. Es ging direkt weiter mit Thauvin. Beide Offensivmänner aus der Reihe hatten getroffen. Er wollte es selber machen, schafft es nicht, aber Batshuayi ist da und er macht das 3-0. 76. Minute, die endgültige Entscheidung im St. James' Park. Das war klasse gemacht von Thauvin. Wir sehen das gleich nochmal. Der gute Abschluss. Foster hält dann gut, aber Batshuayi ist im letzten Moment noch da und drückt den Ball über die Linie. Dementsprechend nicht alle aus der Offensivreihe getroffen, aber immerhin zwei Torschützen und ein Vorlagengeber. Besser geht's doch nicht, oder etwa doch? Es sollte eventuell noch besser kommen. Das ist ein Tap, der spielt den Ball nochmal in die Mitte. Batshuayi, Foster weit vor seinem Kasten, der Lupfer war zu schwach. Und der englische ehemalige Nationaltorwart verhindert den Einschlag zum 0-4. Dann gab es nochmal eine Riesenchance für Newcastle United. Das ist Batshuayi, diesmal als Vorlagengeber. Am zweiten Pfosten steht ein Tap. Der muss den nur reinschieben, aber macht den Doppelpack nicht, weil Foster mit einem klasse Reflex zur Stelle ist. Da ärgert sich der Franzose zurecht, denn so bleibt es weiterhin beim 0-3. Die Ecke dann reingebracht in die Mitte und Sissoko fällt zu Boden. Und das sieht gar nicht gut aus. Die Flanke nochmal reingebracht von Thauvin. Im Endeffekt geklärt von Foster vor dem Kopfball von Zuma. Und wir sehen, da hat sich Sissoko wohl verletzt. Auch er, genauso wie Wijnaldum zuletzt mit einer Schulterverletzung, fällt aber wohl nicht ganz so lange aus wie der Niederländer. Das war der letzte Moment der Partie, der irgendwie noch interessant war. Es war leider ein Schockmoment. Ansonsten sehr, sehr schöner Fußball, den Newcastle gerade in der zweiten Halbzeit demonstrierte. Sobald sie mal aufs Tor geschossen hatten und sobald West Brom sich aus seiner Defensive raustraute, waren die Magpies zur Stelle und bewiesen, dass sie wirklich da oben hingehören. In der Tabelle Batshuayi mit einem wunderbaren Einstand, der Belgier mit 2 Toren in seinem ersten Spiel in der Barclays Premier League. Und auch sein Teamkollege Thauvin und der ehemalige Teamkollege Thauvin und sein neuer Teamkollege Paul George und Tepp machten eine klasse Partie. Die Offensive von Newcastle, die ist richtig stark. Die nächsten Wochen werden sicherlich spaßig werden mit diesem ehemaligen Ligue 1 Trio. Ja, bei Ben Foster und natürlich bei West Bromwich Albion sieht es nicht so gut aus. Die stehen weiter im Tabellenkeller, denn sie verlieren 0-3 auswärts gegen Newcastle United. Ja, ich würde sagen, war gut, ne? Batshuayi, besser kann man da gar nicht reinkommen in eine Partie, beziehungsweise in einen neuen Fall, beziehungsweise einen neuen Karriereschritt. Macht direkt mal 2 Buden, die waren auch in Ordnung. Die erste Bude, ja, war ein Elfmeter, okay, die zweite war ein Abpraller, aber da musste halt auch erstmal stehen und von daher bin ich da relativ zufrieden mit. Klar, den Tap, den noch machen müssen, Thauvin heute eventuell auch treffen können, aber gut, im Endeffekt soll man sich nicht beschweren, sondern soll froh sein, dass man überhaupt so einen Erfolg hat. Wir trainieren unsere Spieler mal wieder und naja, wie gesagt, ich mache jetzt den Fehler mit Armstrong und wir trainieren auch Thauvin, weil ich den ganz gerne mal beim Schuss ein bisschen stärker hätte. Ich habe gerade gesehen, warum. Allerdings kriegen wir nur ein A bei halt eben, naja, Armstrong und bei den anderen, ja, weil ich halt selber gespielt habe, na, ist klar. Und bei den anderen immerhin B, noch ein A bei Haidara, der sich jetzt anscheinend richtig ranklotzt und ein Upgrade bei einem Tab im Winter gewechselt und jetzt bereits mit einem Rating weiter oben. Das ist natürlich sehr schön und freut mich extrem. Seine B-Note reicht dafür und im nächsten Spiel gegen Watford wird er eventuell auch wieder zum Einsatz kommen. Das Ding ist, wie gesagt, wir haben relativ wenig Pause. Das Spiel gerade war sehr kräftezehrend, dazu noch bei Regen. Das ist immer noch ein bisschen schlimmer, habe ich das Gefühl, in FIFA, weil das noch mehr Ausdauer zieht. Und deswegen müssen wir eventuell mit einer B-Elf antreten. Allerdings ist Watford 19. und wir sind 5.
Das heißt, im Idealfall sollten wir irgendwie es hinbekommen, trotzdem zu gewinnen. Denn auch unsere B11 sollte besser sein als die eines Aufsteigers, der ganz, ganz unten in der Tabelle steht. Meine ich zumindest, ich weiß nicht, wie ihr das seht. Wenn euch die Episode bisher gefällt, auf jeden Fall einen Daumen nach oben da lassen. Und wir gehen jetzt in die Partie gegen Watford. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß. Ach nee, wir müssen erst die Aufstellung machen. Quatsch, Entschuldigung, habe ich mich vertan. Genau, also ihr seht schon, Sissoko ist sowieso verletzt. Unser Kapitän muss dementsprechend raus. Dafür spielt Gouffran und zwar auf der rechten Flügel. Das kann ich schon mal sagen, für Thauvin. Wir packen außerdem Emre Can mal wieder ins Mittelfeld auf seine naturale Position. Da hat er ja Ewigkeiten nicht mehr gespielt. Ist ja seit Ewigkeiten noch schlecht in Form, wenn mal als Innenverteidiger eingesetzt. Und jetzt hat er mal die Chance, sich wieder zu beweisen. Links spielt, ich glaube sogar nicht Haidara, weil der halt nicht so gut in Form ist, sondern wer spielt denn da? Ich weiß es gar nicht. Glaube ich wieder Janmaat? Nee, Kobek spielt da, genau. Dix geht wieder raus und Janmaat auf rechts. Genauso machen wir das. De Jong sitzt weiter auf der Bank. Ich könnte den spielen lassen, aber ich lasse lieber Armstrong spielen und ziehe den weiter nach vorne als Mittelstürmer. Hinter der Spitze Batshuayi. Das heißt, die offensive Dreierreihe wird auf einer Position verändert. Es kommt ein anderer Franzose für Thauvin dazu. Und wir haben halt Armstrong dahinter, der quasi noch als Stürmer fungiert. Can und Thiotet im Mittelfeld dürfte funktionieren und auch ansonsten sieht das sehr solide aus. Es ist eine B11 in gewisser Weise, aber die Innenverteidigung ist gleich geblieben und die hat im letzten Spiel kein Tor kassiert, im Idealfall jetzt auch nicht. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß, es ist wieder ein kleines Team. Ihr wisst, ich habe dagegen Probleme. Hoffentlich heute nicht. Und dann holen wir uns 3 Punkte gegen Watford. Bis gleich. Die Magpies zu Gast bei den Hornets an der Vicarage Road. Ja, der Aufsteiger hatte bisher in dieser Saison noch nicht gerade überzeugt, war Tabellen 19. und empfing jetzt den Tabellen 5. Jedes Mal wieder beeindruckend, das zu sagen, denn Newcastle gehört da normalerweise nicht hin. Da gehören andere Top-Vereine mit der Barclays Premier League hin, aber die Magpies spielen eine richtig, richtig gute Runde und haben sogar nur 3 Punkte Rückstand auf einen Champions-League-Platz. Da steht momentan Manchester United und die schwächeln. Das heißt, die Chance für die Magpies, da heute irgendwie weiter ranzuziehen. Die Hornets auf der anderen Seite müssen natürlich irgendwie kämpfen, um da unten rauszukommen. Dementsprechend müssen sie mit ihrer Qualität, die natürlich schwächer ist als die von Newcastle, irgendwie dagegenhalten. Michy Batshuayi stand mit seinen 2 Toren aus dem letzten Spiel natürlich wieder in der Startelf, hat direkt Mitrovic verdrängt und das nur in einem Spiel. Das ist natürlich eine beeindruckende Leistung. Allerdings spielt er heute nicht mit seinem ehemaligen Teamkollegen Florian Thauvin zusammen, sondern mit Gouffran. Der rückt in die Startelf, dazu gleich mehr. Bei Watford Gomez, Nyon Prödel, Baker Lehm und José Hollebas, 2 ehemalige deutsche Spieler, Prödel bei Bremen und ja, Hollebas bei 1860 München aktiv gewesen. Capoe, Jacobi, Babo, Dyer, Abdi und Dini in der Offensive. Dann Troy Dini als einzige Spitze, der bullige Stürmer, der bullige Engländer, hatte bisher als einziger die Saison so ein bisschen überzeugt bei Watford. Auf der anderen Seite taten das ganz viele, zumal die Defensive in den letzten Spielen sehr gut stand. Krüll im Tor davor, Janmaat, Mbemba, Zuma und Kobek. Zuma, der Neuzugang, hatte sich direkt in die Startelf gespielt und da erstmal festgesetzt. Can stand nach Ewigkeit mal wieder auf seiner zentralen Mittelfeldposition, die Lieblingsposition des deutschen ehemaligen Nationalspielers, momentan ja nicht berufen, ist halt das Mittelfeld und nicht die Verteidigung. Dementsprechend durfte er heute wieder spielen. Thiotet auf der anderen Seite und dann haben wir auf der 10 Armstrong und davor Batshuayi, Gouffran und den Tepp. Wir springen rein in die Partie und die gab es gleich mal richtig, beziehungsweise hat es gleich mal richtig in sich. Das hier ist Gouffran und der holt hier einen Freistoß raus. Es war kein böses Tackling, aber es war halt ein unregelmäßiger, beziehungsweise unregelkonformer. So ist richtig. Ellenbogeneinsatz. Der Freistoß reingebracht von Emre Can und da ist erstmal abgewehrt und dann ist es plötzlich Armstrong, der aufs Tor schießt. Nach 2 Minuten die erste Riesenchance für die Magpie. Eurelo Gomez ist dann da, verhindert das Tor, hat ja ehemals auch mal bei Hoffenheim gespielt und der Engländer darf hier nicht treffen. Hatte vor der Partie gesagt, er will seine Chance in der Startelf nutzen und sich festspielen. Hier hätte er fast mit dem Tor das getan. Es ging weiter mit Newcastle, spielt in der Offensive sehr, sehr gut in der Anfangsphase. Schöner Schuss von Gouffran, vielleicht ein bisschen zu früh abgezogen, aber dem Franzosen fehlt natürlich auch die Spielpraxis, ist in der letzten Zeit ausgemustert und sitzt nur noch auf der Bank. Dementsprechend nicht einfach für ihn, sich wieder in die Rolle reinzufinden. Er versucht es aber, machte das an sich gut. 27 Minuten gespielt, die Flanke in die Mitte, aber Armstrong kommt nicht ran, ist halt nicht der Kopfballspezialist. Kobek dann nochmal, geht über außen, die Chance noch nicht ganz vorbei, die Flanke aber dann ein bisschen zu schwach und wieder ist Gomez da und faustet diesen Ball raus. Es war das Problem von Jukas, die Präzision fehlte hier in Tab, legt sie den Ball zu weit vor und kann dementsprechend nicht mehr in die Mitte passen. Gomez ist wieder da, machte eine starke Partie im ersten Durchgang und ja, hielt seine Mannschaft so im Spiel, denn es ging mit einem 0-0 in die Pause. Die Magpies enttäuschten nicht, sie spielten gut in der Offensive, aber es fehlte mal wieder an der Präzision. Bei Watford ging offensiv noch überhaupt nichts. Da musste auf jeden Fall einiges passieren, aber es war ja noch eine ganze zweite Halbzeit da. Batshuayi war bisher noch unsichtbar gewesen. Da musste noch ein bisschen was kommen von Belgien. Aber zunächst einmal kam tatsächlich Watford. Das ist Nyom, der Rechtsverteidiger. Kameruner setzt sich durch gegen Kobek. Macht das da klasse und schlägt die Flanke in die Mitte. Da ist Abdi mit dem Kopfball an den Pfosten. Schlecht geklärt und da ist Bergui. 1-0. 60. Minute. Watford führt
führte gegen den Tabellenfünften. Und das war überraschend. Das war die erste Chance überhaupt in der Partie. Und wir müssen über Tim Krul reden. Denn was der da macht, weiß er wahrscheinlich selber nicht. Der Kopfball von Abdi gut, ohne Frage, der Ball gegen den Pfosten. Aber jetzt rutscht Krul aus oder rutscht auf den Bauch, weist quasi dem Schuss seines Landsmannes aus. Und Bergui macht das Tor. Es wird über einen Wettskandal geredet zwischen diesen beiden in den nächsten Wochen. Ja, wird es mehr Klarheit geben. Newcastle versucht zurückzukommen. Der eingewechselte Aarons kam für Gouffran zur Halbzeit. Kann den Ball hier nicht ins Tor bringen. Und auch danach mangelt es wieder an Präzision. Sie bekamen noch mehrfach die Chance. Aber im Endeffekt konnte Watford mit Vierkampf klären und musste irgendwie dieses Ergebnis über die Zeit bringen. Dann allerdings, ja, passierte das, was unvermeidbar war. Armstrong im 16er und er scheitert schon wieder an sich selber. Er machte eine richtig gute Partie, aber er traf das Tor nicht und das ist das große Problem. Allerdings half dann Watford hier der Ballverlust in der Defensive und dann ist da Batshuayi quer auf den Tap und der macht das 1:1, 76. Minute. So schnell kann es dann gehen. Gute Balleroberung im Mittelfeld, dann spielt De Jong klug in den Lauf von Batshuayi und der ist nicht überhastet, der spielt klug zurück in den Rückraum und da steht dann eben ein Tap, der den Ball überhaupt erst erobert hatte und haut ihn mit dem schwachen linken Fuß rein. Gomez diesmal ohne Chance und Newcastle musste jetzt aufpassen, dass sie nicht direkt wieder eine Antwort bekamen, denn ja, Watford versuchte plötzlich nach vorne zu spielen. Das ist Bergui, 85. Minute, die Flanke auf Diamanti, der ehemalige italienische Nationalspieler mit einem klasse Kopfball, aber diesmal war Krull da und macht seinen Fehler von vor dem 0:1 weg. Batshuayi hatte man immer noch nicht so wirklich gesehen aus bei der Vorlage, dann dieses Solo mit ganz viel Kraft im 16er, macht das klasse, wird dann aber im letzten Moment noch vom Ball getrennt. Es gibt den Eckball, bei Kopfbällen sind sie stark. Wir sind in der 90. Minute, reingebracht von Emre Can, der kann auch Standards und zwar wie auf den Kopf von Batshuayi. 2:1, 90. Minute, der Belgier mit seinem dritten Tor im zweiten Spiel. Was für eine Quote. Hat die Ecke selber mit einer Energieleistung rausgeholt und köpft den Ball jetzt in die Maschen. Gomez wieder chancenlos. Die klasse Ecke genau auf den Kopf. Bemba wäre auch noch da gewesen. Da steht Watford nicht. Da ist die Zuteilung einfach nicht passend. Und im Endeffekt ist es der Siegtreffer für Newcastle United. Das war die letzte Aktion der Partie an der Vicarage Road. Gewinnt Newcastle mit 2:1 gegen einen starken Aufsteiger, der heute deutlich besser gespielt hat in der zweiten Halbzeit, aufgewacht war, aber seine Chancen nicht konsequent nutzte und defensiv zwei kleine Fehler machte und dementsprechend verlor gegen die Magpies. Das ist der Unterschied zwischen einem Spitzenteam und einem Abstiegskandidaten. Batshuayi ist angekommen bei Newcastle, ist angekommen im Nordosten Englands. Genauso wollten die Clubbosse seine Vorstellungen in den ersten Partien sehen. Auf der anderen Seite konnte Deeney heute nicht überzeugen. Was mit dem los ist, weiß momentan auch keiner. Auf jeden Fall gewinnt Newcastle United mit 2:1 an der Vicarage Road gegen den FC Watford. Ja, das war weniger souverän. Ich weiß nicht, was Krull da gemacht hat. Ich finde die Story mit dem Wettskandal mit Bergui eigentlich ganz lustig. Nicht lustig finde ich, dass dieser Bullshit passiert. Ich weiß nicht, was er gemacht hat. Ist er ausgerutscht? Ist er Torjubel? Ich weiß es nicht. Weil, ganz ehrlich, so auf dem Bauch wie so ein Pinguin rutscht er da lang. Guckt euch eventuell nochmal an, wenn ihr das nicht gesehen habt. Hat mich überrascht. Egal. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, ihr habt auch viel Spaß am Karrieremodus. Mir macht momentan richtig, richtig Bock. Bis dann. Haut rein. Und schau. Dann haut rein. Und schau. Dann haut rein.